Das haben wir. Das davor war jetzt zum Beispiel für mich nicht erkennbar. Das haben wir. Ja. Das haben wir. Das haben wir. Das, wo ist das? Wo ist das? Und das ist im Keller. Ah, warte mal, das ist hier um die Ecke im Keller. Da hinten irgendwo. Ach, da meinst du die, meinst du? Okay. Ja, das ist eine blöde Plane, die am Boden liegt. Also Videokassette war ja auch mit bei, aber jetzt zum Schluss nicht mehr. Jetzt zum Schluss wurden bloß noch alle Bilder-Locations gezeigt. Waren wir denn oben schon überall? Also auch nochmal im Arbeitszimmer und so? Hat sich da irgendwas verändert? Arbeitszimmer, Kinderzimmer und das zweite Kinderzimmer. Okay, Frank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh mal anders. Ich guck mal oben im Zimmer. Ja, ja. Guck mal im. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah. Ah. So. Ja, oder auch hier. Einfach mal. Was? Was ist denn hier los? Was? Was ist denn das? Okay. Ja! Okay. Eine Tasse. Ach lol, nein, das ist die Tasse, die wir heiß gemacht haben. In der Mikrowelle. Der heiße Kakao. Das ist bestimmt irgend so ein, entweder eine Trophäe oder so ein Achievement oder ein Easter Egg. Okay. Was ist denn das für ein Quatsch, Alter? Was ist das denn bitte? Oh, großartig. Alter Benni, ich weiß nicht wo. Keine Ahnung, Mensch. Hast du das gerade gehört? Hast du das? Ja. Ist das hier vielleicht? Das ist aber. Ey. Was ist denn das? Nicht hier irgendwie. Das Fenster nicht zu. Fenster nicht zu. Hier. Nein! 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 Alter! Nein! Okay. Ihr Penner! Ey, wie kann man das denn so verstecken? Oh! So ich. Oh, also mal. Mann. Nice, Benny, ey. Ich hätte man jetzt nicht wunden gerade. Das Radio. Das Radio. So. Geht das Radio. Und ich glaube, es ist das letzte. Ja. Und was jetzt? Das ist eine Tür, glaube ich, die auf dem Bild gebildet ist. Oh, und alle Bierbüchsen. Alle Bierbüchsen. Oh. So, jeder Fun-Pirat, der das sieht, der wird wahrscheinlich gleich frühzeitige Ejakulation bekommen. Knister, knister, knister. Da gehe ich doch mal durch. Hallo, der Fun-Automat ist kaputt. Kann mal bitte jemand kommen? Da hast du deine Silent Hill Tür. Ha. Ha. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, den das an Silent Hill 4 erinnert? Bitte sagt mir, ich bin nicht der Einzige. Schreibt's mir bitte mal in die Kommentare. Sagt mir bitte, dass ich nicht allein bin. Da draußen. So, okay, was haben wir hier? Wir haben hier. Eine Tabletten. Rote und eine blaue Pille. Welche nimmst du? Die blaue oder die rote, ne? Matrix lässt grüßen. So, wir klinken uns mal den roten Drops rein. Und 3 Tage wach. Ah, okay. Cool. Ja. Na dann, lass uns mal erstmal alle Tabletten fressen. Denn jeden müssen wir denn alle Tabletten? Also, ist erstmal, aber müssen wir die denn alle wirklich? Naja, scheinbar löst sich pro Tablette eine Kette. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Aber reicht es nicht, wenn wir jetzt noch. Ein. Ach nee, wir müssen noch. Hä, okay, vergiss es. Nein, Benni, wir müssen all unsere Medikamente essen! All unsere Medikamente! Hm. Oh. Ja.
und jetzt noch die, damit der... Hä? Wie? Wo? Ja. Oh, schon kannst so schon nicht mehr zielen, wa? Schon vorbei. Okay, and the last one. Oh, die Mucke ist ja wirklich ultra finster. Und können Sie dir, Junge? Na dann, schwanken wir mal durch. Bleib. Wow. Okay. Okay. Ja. Wir haben uns jetzt umsonst hier Betäubungsmittel reingezogen. Warum geht die nicht auf? Achso, sie geht so auf. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ah. Okay, jetzt müssen wir die Tür aufmachen, damit die Ketten abgehen. Okay. Na dann. Ja, kennst du nicht. Tabletten, wa? Ach du Scheiße. Na, dann werden wir doch noch eine Tür finden mit ganz vielen Bierdosen. Och, ein Glas Wasser, wie schön. Man kann doch nicht hin, wa? Okay. Aber das ist mir jetzt auch sehr symbolträchtig hier und kapiert nicht. Verstehst du das? Verstehst du denn gerade den Kontext? Nee, das Glas... Layers of 4. Layers Glas, of 4. Okay, Papi braucht seine Papi-Zeit. Er möchte nicht gestört werden. Papi möchte nicht gestört werden. Kann ich sie jetzt öffnen? Ja. Ja, was ist denn... Ja. Ja, nee, super. Okay, klasse. Ist mein geheimer Post-it-Traum. Ja, das klebt mir auch immer meine ganze Bude voll mit Post-its. Und schreibt mir einfach tolle Eigenschaften, die mich ausmachen, so als Mensch an die Wand. Und, ja, das ist quasi mein Nirvana hier. Wunderbar. Was soll ich jetzt hier tun? Was ist, was... Oh, macht den Feuerzeug aus, das brennt doch. Oh, okay. Ach du Scheiße. Alter, was ist das? Ist das jetzt hier, ist das eine Art Hölle oder was? Wo sind wir? Oh Gott. Oh Gott. Hey Kumpel, alles klar? Willst du eine Tablette haben? Oh, ja, das... Ja. Laufen die da hinten alle irgendwie ins Licht? Da links? Links unten? Genau. Du meinst in diesen großen Mund? Ja. Ah, ja, ja, genau. Und sitzt daneben, sitzt rechts daneben so ein roter Teddy? Kann das sein? Wir müssen mal dahin laufen. Moment mal. Wenn wir mal genau angucken. Siehst du das rote daneben? Ja, aber ist das ein Teddy? Ist das nicht so ein Kuscheltier? Oh krass, das ist aber wirklich sehr höllenartig, ne? Das ist doch alle Tier voll Agonie. Und Schmerz. Also das ist... Ja, liebe Setzkill-Entwickler. Wie so oft komme ich an einen Punkt in diesem Spiel, wo ich mich einfach frage, was ist... Habt ihr den Knall nicht gehört? Oder was... Was ist los mit euch? Müssen wir mal reden oder wie? Soll ich mal einen an den Arm nehmen oder was? Was soll denn das? Mach doch mal ein Fenster auf. Jetzt kannst du auch noch, guck mal hier, eine Schifffahrt machen. Oh, ist das schön. Nein, echt jetzt? Ach du Scheiße. Oh, nee. Und ab über den Fluss Styx. Und? Kann schon? Ach. Okay. Ich würde uns jetzt nochmal eine Geschichte erzählen. Bedächtige Musik setzt ein. Oh, schau mal.
wahnsinnig gut aus. Ach, wir vom Sofa oder mit dem Sessel vom genau. Fernseher. Hup, schwupp. Da ist einer. Oh, krass. Und siehst du das da vorne? Kopfschuss. Oh Gott. Er sagt, was du willst, wir sind tot. Wir sind in so einem Fegefeuer gefangen als Dwayne Anderson. Wir haben uns selbst die Murmel weggeballert und jetzt hängen wir zwischen Himmel und Hölle irgendwo fest. Oh nein. So, kann ich denn nach vorne noch durch? Wahrscheinlich müsste ich da drüben irgendwo an Land gehen, würde ich fast sagen. Aber ich versuch mal, vielleicht... Nee, du musst hier sogar an Land gehen, weil hier geht die Treppe hoch. Okay, dann machen wir's so. Also schon ein heftiges Konstrukt, was die hier zusammengebaut haben. Also es hat... Es, auf der einen Seite ist es, wirkt es mit bizarrer Schönheit auf mich irgendwie. Auf der anderen Seite ist das wirklich echt, echt übelst verstörender Scheiß hier. So. Ach, jetzt kommt doch der Turm aus dem Video. Die Wendeltreppe. Oder auch. Oder auch nicht. Oder doch. Und Benny, wie nennt man Typen, die Wendeltreppen bauen? Na? Wendler. Egal. Egal. So, könnt ihr jetzt hier hinsetzen und Fernsehen gucken? Okay. Oh, Dwayne, welcome to your domain. I was waiting for you impatiently. What? You tell me this isn't your domain? Nonsense! It's the fruit of your hard labor! Can't you see how everyone enjoys their time here? It's all thanks to you they have this newfound home! How fulfilled they all seem! Some of them might look a little lost, I concur, but what of it? They have a place to be for all of eternity! How delightful for them, courtesy of Dwayne Anderson. The dead will whisper tales of your achievements, and you will be remembered forever. Now, now, up you go, chap. Go have a look at your masterpiece. Okay, na dann schauen wir uns doch mal unser Magnum Opus an. Also, ne? Wer jetzt hier frappierende Ähnlichkeiten zu Leer so viel findet, der hat recht. Übrigens auch ein sehr, sehr geiles Let's Play. Oben ploppt mal kurz was auf. Nachdem ihr euch dieses Video angesehen habt, guckt ihr euch das Video da oben an. Leer so viel. War super. Ja, hier wäre mal vielleicht die Investition in einen Treppenlift nicht verkehrt gewesen. Jetzt mal Anikum. Genau. Sind wir schon da? Sind wir da? Oh, oh, oh. Oh, romantisch. Oh, schön. Hat er hier noch Kerzen für uns angemacht? Bisschen unheimlich. Aber okay. Okay. Tja, das sind wohl wir und unsere Frau. Explain this to me.
Please talk to me. I love you, Dwayne. I want to help you. First the alcohol and now this? Who prescribed you this and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Dwayne? Should we be worried? Because we are. Recently, you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Dwayne? I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. Do you want a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around, you delusional fuck. Want me to stab you with 7 knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace. People despise you. I despise you. Your children despise you. You're horrifying. You should die. You know what? Forget it. I don't want to help you die. Do it yourself. I won't help you into release. Kill yourself by yourself alone. And go to hell where you belong! Bin auch absolut sprachlos gerade irgendwie.